Na, ich hoffe, die Nummer 18 bummelt auf dem Spielfeld nicht genauso rum wie beim Umziehen. Ach, Lena, du bist's. Hi. Krass, oder? Wir haben einen Laufindex von 89. Lena Adomait und Kerem Gülderim. Tusch, Feuerwerk, Fanfare. Ein Traumergebnis für ein Traumpaar. Hier steht's schwarz auf weiß. Da gibt's nur eins. Traumpartner anrufen, Kinder kriegen, heiraten, glücklich werden. Und was ist mit den restlichen 11%? Mal drüber nachgedacht? Hä? Was geht denn? Nix geht. Wie bitte? Wir haben uns seit 3 Tagen nicht gesehen, du meldest dich ja nicht und... Okay. Was ist los? Nix. Nix. Ja, nix, sag ich doch. Ja, für nix verhältst du dich aber nicht so. Lena, ich muss in die Türkei. Ja, toll, ist doch geil, schön warm. Und hey, ich kann doch mitkommen. Ich will auch mal deine Familie kennenlernen. Ach, komm schon, die werden das schon checken. Meine leben da auch nicht mehr in der Mode. Ja, du verstehst das nicht. Nee, ich verstehe dich nicht. Verstehst du? Lena, ist kompliziert. Familiensache halt. Deine Mutter. Lena, gib her, mach keinen Scheiß. Wunderbar, bei Jean Gilderim bin ich Adam, Lena. Und seit einem Jahr die Freundin von ihrem Sohn und ich bin... Mann, Lena, ich fahre da nicht in Urlaub hin, verstehst du? Sondern? Ich soll heiraten. Ha, ha, ha. Du bist ja lustig. Mann, ey, was ist nur los mit dir? Mann, Lena, scheiße. Ich mach keine Witze, ich mein's ernst. Ich wusste ja nicht, dass zwischen uns beiden so... Na, versteh mich doch, mein Vater erwartet es von mir. Da hängt eine Menge von ab. Und wie lange weißt du das schon? Lena, das Mädchen ist gerade 15 Jahre alt. Wir kennen uns, seitdem wir kleine Kinder waren. Moment mal. Das heißt, du weißt das die ganze Zeit mit der Heirat? Und du lügst mir hier die Hucke voll und am Ende... Heißt du gar nicht Kerem, du hast noch 5 andere Freundinnen und bist... Lena, ich schwöre,